Ja, es ist natürlich ein sehr trauriger Tag, an dem wir 100.000 Opfer an Corona beklagen müssen. Und leider kommen jetzt im Augenblick auch wieder mehr als 300 Tote pro Tag dazu. Das korreliert natürlich ganz eindeutig mit der Zahl der auftretenden Infektionen. Wir wissen, wie viele Menschen dann im Durchschnitt auch anschließend diese Krankheit nicht überleben. Wir brauchen mehr Beschränkungen von Kontakten. Viele Länder haben jetzt ja auch zusätzliche Maßnahmen eingeführt. Und da müssen wir die Situation jeden Tag sehr aufmerksam beobachten. Und ich freue mich, dass ich da in engem Kontakt auch mit Olaf Scholz bin. Und wir werden auch das Expertenwissen mit einfließen lassen.